Die EU-Kommission hält die South Stream Pipeline für rechtswidrig und auch strategisch für problematisch. Trotzdem hat der OMV-Chef den Vertrag heute unterschrieben. Peter Babuzki berichtet. So freundlich wie hier in der Wirtschaftskammer Wien wird Wladimir Putin derzeit wohl selten empfangen. Der russische Präsident bekommt Standing Ovations von der österreichischen Wirtschaftselite. Zentrales Thema auch hier die geplante Gaspipeline South Stream, ein Prestigeprojekt Putins. Von einigen Politikern im Westen wird ja gefordert, dass Europa weniger abhängig sein sollte von russischem Gas. Europa muss aber keine Angst vor Abhängigkeit haben. Es ist schließlich eine gegenseitige Abhängigkeit. Ein Teil der gegenseitigen Abhängigkeit soll eben die South Stream Pipeline werden. Sie würde quer durch das Schwarze Meer führen. Über Bulgarien, Serbien und Ungarn soll die Pipeline in Baumgarten in Niederösterreich enden. Die Ukraine wird damit umgangen. Seit heute ist das auch schriftlich fixiert. Noch bevor Putin überhaupt in Wien gelandet ist, unterschreiben der Gazprom und der OMV-Chef einen gemeinsamen Vertrag zu South Stream. Doch vor allem in der EU-Kommission gibt es große Bedenken. Nach dem jetzigen Plan würde Gazprom die Pipeline beherrschen, was aber EU-Recht widerspricht. In Bulgarien ist deshalb der Bau der Pipeline vorerst gestoppt worden. Russland hat im Gegenzug die EU bei der Welthandelsorganisation verklagt. Und der Konflikt in der Ukraine blockiert die Verhandlungen erst recht. Wir bestehen darauf, dass diese Pipeline unter der Geltung des EU-Rechts operiert. Und wenn es Ausnahmeregelungen gibt, dann müssen die auch über die Regelungen, wie sie im EU-Recht vorgesehen sind, erwirkt werden. All dies ist bisher von Seite Gazproms nicht geschehen. In Wien gibt sich der Gazprom-Chef davon unbeeindruckt. Es werde eine Lösung mit Energiekommissar Oettinger geben. Schon 2017 werde russisches Gas über die South Stream nach Österreich fließen, versichert er. Ich bin im ständigen Kontakt mit Herrn Oettinger, täglich und wenn nicht täglich, dann zumindest wöchentlich, per Telefon oder persönlich. Wir haben einen konstruktiven Dialog. Doch die Bedenken der EU bleiben. Wenn weniger Gas durch die Ukraine fließt, kann Russland der Ukraine den Gashahn zudrehen und trotzdem weiter die EU beliefern. Und Europa wäre noch abhängiger von russischem Gas. Doch vor Abhängigkeit soll man ja keine Angst haben, sagt heute der russische Präsident.